Ich erwarte mir eigentlich sehr viel von einer Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Zum Beispiel erwarte ich mir, dass der Unterschied zwischen Arbeit und Tätigkeit ein bisschen deutlicher hervorkommt und dass Tätigkeit einen größeren Wert erlebt. Ich glaube, es wird zunehmend weniger Arbeit für alle geben, also Arbeit, mit der man Geld verdienen kann. Aber Tätigkeiten gibt es immer genug, und zwar sinnvolle Tätigkeiten für die Gemeinschaft, sinnvolle Tätigkeiten für einen selbst. Und ich glaube, dass man sich dann einfach mehr wieder anfängt, dafür zu interessieren, was einen im Innersten berührt und weiterbringt, anstatt zu gucken, wo kann ich jetzt noch ein bisschen Geld abgreifen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass allein schon dadurch die Bildung eine ganz andere werden muss, weil die Menschen einfach lernen müssen, wieder neugierig zu werden, neugierig auf sich selbst und auf ihre Umgebung, weil sie eben nicht einfach irgendwas tun und Geld verdienen und dann Freizeit haben, sondern weil, wenn sie nichts tun, keine Tätigkeit haben, wird das Leben unendlich öde. Und das heißt, naturgemäß muss man anfangen, sich für irgendetwas zu interessieren. Außerdem finde ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Klassenunterschiede nicht mehr am Geld gemessen werden oder jedenfalls nicht mehr so am Geld gemessen werden. Natürlich kann man dann was dazu verdienen. Ich meine auch nicht, dass das Grundeinkommen so hoch sein sollte, dass man jetzt in Saus und Braus leben kann. Aber es sollte einfach das grundsätzliche Leben sichern. Wir sind reich genug in Europa, wir können uns das leisten. Es würde viele Dinge vereinfachen, es würde Bürokratie unendlich vereinfachen. Und wenn ich mir überlege, was es hier alles für Gesetze gibt, die vollkommen unnötig sind, und wenn jeder irgendwie das gleiche Geld bekommt und dann mit seinem Leben guckt, was er machen kann, wird die Eigenverantwortung gestärkt, wird die Intelligenz gestärkt. Also das sind alles Dinge, die ich mir erhoffe im Laufe der Zeit. Ich glaube allerdings auch, dass das nur geht gemeinsam mit einer umfassenden Bildungsinitiative. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, so, ihr kriegt jetzt alle Geld und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich glaube, dass da zu viele Menschen das einfach so nicht gewöhnt sind, und das ist so tief drin in uns, weil das über Jahrhunderte gewachsen ist, man arbeitet für sein Geld. Dass ich meine, dass so ein Grundeinkommen nur funktioniert, wenn die Menschen auch ausreichend vorbereitet werden drauf und wenn man ein langsames Umdenken startet. Und insofern finde ich diese Diskussion darüber unglaublich wichtig. Ich finde sie fast noch wichtiger als das Grundeinkommen selbst, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.